Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Devonia. Oh yeah. Es ist, sobald ihr diese Folge seht, tatsächlich ein kleines bisschen her, seit ich aufgenommen hatte. Wann hat's gelegen? Ja. Arbeit, Privatleben. Mein Headset ist kaputt. Ich höre nur noch auf der linken Seite was, auf der rechten gar nicht mehr. Es hat mich dolle angenervt und ich habe auch vor kurzem meinen Rechner auf Windows 10 geupdatet, tatsächlich. Man kann jetzt sagen, was man will, bisher habe ich nicht so die Probleme damit gehabt. Ich finde es sogar, ja, ganz spaßig, um es mal so auszudrücken. Und das Einzige, was halt ein bisschen ungünstig war, um es mal so auszudrücken, ist, dass mein OBS die Aufnahmen nicht richtig hinbekommen hat. Das heißt also im Endeffekt, ja, ich konnte nicht aufnehmen. Tut mir leid. Ich weiß, ihr habt euch gefreut. Ich habe mich auch gefreut und ich habe mich auch geärgert, dass es eben nicht ging. Dann hatte ich kurzzeitig auch noch kein Internet. No to sei Dank. Also es kam wirklich alles auf einmal irgendwie. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist wie so ein... Wie soll ich es am besten ausdrücken? Wie so eine Pechsträhne, die mich verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Also es war eigentlich... Wenn du die technische Seite, die jetzt ein bisschen, naja, hinterherhing. Gut. Nichtsdestotrotz, es geht wieder. Wie man sieht, wie man hört, wie man riecht. Oh nee, das war ich, tut mir leid. Ja, wir spielen weiter. Und da es jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her ist, ich glaube 3 Wochen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Für euch ist es nicht ganz so lange, aber für mich ist es ein bisschen länger her. Und ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was wir am besten machen könnten. Ach ja, stimmt, wir brauchen noch das dritte Bild. Ja, yep, das dritte Bild. Rufus down the drain. Mit der tanzenden June. Aber okay, ich habe mich auch dazu entschieden. Die letzten Thumbnails und Titel waren so ein bisschen auf Clickbait ausgelegt. Pff, ich habe mal was probiert, hat nicht geklappt. Schwamm drüber. Soll uns jetzt nicht mehr kümmern. Hm. Wir haben die Teigtaschen. Was machen wir jetzt am besten? Wir müssen ja die Stöpsel dazu bringen, dass sie sich hier hinlegen und pennen. Das heißt, wir brauchen also effektiv Strom für den Heizstrahler. Wir kriegen aber diese Sicherung hier nicht raus. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Wer hätte das gedacht? Wo hab ich denn die Antenne? Was machen die da oben? Die brauchen wir da unten, glaube ich. Wenn wir jetzt versuchen... Aua! Aber, hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Hm, die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Ja. Ah, ich wünsche, man könnte die Stöpsel dazu abkommandieren. Hey, Rotzis! Ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Vollkommen legitim alles. Also hopp, hopp. Ich hätte nicht gedacht, dass und das funktioniert. Und nun gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Oh yeah. Aua. Hm? Sagte dir was? Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Das ist die Hauptsache. Yay, wir haben eine Sicherung. Lass mich hier runter. So, dann wollen wir mal die Sicherung da entfernen. Und die Sicherung... Von wegen Sicherung. Von mir.
ist nichts und niemand sicher. Oh yeah. Wir werden sie mal hier in den Steckplatz hier unten stecken. Jubel jauchz! Jubel jauchz! Okay, Stöpsel, schlafen. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, 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 keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch! Jetzt bin ich mal gespannt. Go! Cool, Taucheranzug. Oha. Schleimmunze wird langsam wach. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Die haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen sie denn gar nicht? Weiß ich wohl. Wer ist eigentlich wie immer eine dieser Mann, von dem der Kleine spricht? Hier, habt ihr 4 XXL-Teigtaschen. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Süß. Teigtaschen, Schlafsäcke. So, nun wird geschlafen. Ich weiß wird immer nicht. Rippchen, Angst. Na, na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Okay. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir sind viel zu aufgeregt. Rippchen, Angst. Sie müssen uns erst eine schöne Geschichte erzählen. Au ja, eine Geschichte, eine Geschichte. Alter, was denn noch alles? Stimmt, wir wollten ja den Fernseher anmachen. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Ich glaube, dem Monster geht's nicht wirklich was gut. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben Hunger. Euch ist zu kalt, ihr seid aufgeregt, ihr habt Hunger. Was kommt denn als nächstes? Aufs Klo müssen, der totale Klassiker. Also eigentlich... Teilt euch Goalies Eimer. Nicht einmal eigentlich mitnehmen? Nee, schade. Was essen? Wir haben doch beim anderen Rufus einmal die Bratensoße und die Muttermilch. Haben wir noch was? Nee, Babybrot bleibt bei mir. So, die Muttermilch. Hier alle mal dran nuckeln. Soweit kommt's noch. Ja? Soweit kommt's noch. Okay. Dann vielleicht die Bratensoße. So, Rotzis, Essen fassen, das wird euch schön müde machen. Aber hey, sie schlafen, wie es aussieht. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Oh Gott, sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Zum Anbeißen. Suppenrest. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Praktisch. Ja, Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja, na endlich. Ah, ist das schön, kann ich eigentlich in die Bar. Den Kleinen wird es halt bei dem Monsterchen schon gut gehen, davon gehe ich aus. So, June? Affenmann? Türsteher? Oh yeah. Das ist sie. Hm. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Yay. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Das ist ja vollkommen normal. Dieser Pilz kommt mir urs bekannt vor. Ein Klempner. Sender, Spediteur. Der Klempner kommt mir auch sehr bekannt vor.
Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Das kommt mir bekannt vor, aber das ist, glaube ich, Zufall. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau, eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Dam, badam, bam. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Einen Humpen Plörre, bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Oh no. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Das klingt gut. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Na, mal gucken. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil sie aufmuntert. Im Gegenteil, es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Oh yeah. Willst du vorher was trinken? Gerne. Ja. Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Ja. Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Das ist schon mal interessant. Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Ja, wenn man so hier bis Knöcheltief, wollte ich gerade sagen, hüfttief im Wasser steht, dann sind, glaube ich, Socken doof. Okay, wir haben hier Krüge, Haarwuchsplörre, Hormonplörre und Pilzplörre. Okay. Dann normale Plörre. Was haben wir hier? 8-Bit-Burger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie wofür. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da man die Anschaffung eines Nasenhaarentferners nicht weiter hinausschieben sollte. Ja, definitiv. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Vielleicht. Na, Mr. Klempner. Ich hab den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden, Dedalik. Das ist echt nicht schlecht. Der Wenn er weiter nur mit einer Hand jongliert, kriegt er noch einen Haltungsschaden. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Vielleicht. Ich nehme erstmal den Krug. Man weiß ja nie. Okay,
So ein Poncho würde mir auch gut stehen. Zu dumm, dass ich meinen Sombrero zu Hause gelassen habe. Damit wäre ich bestimmt der King auf Elysium. Kannst du nur den... Ich versteh's nicht. Den Sombrero zu Hause vergessen. Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle, der freundliche Yeti? Na klar. Ich bin ein großer Fan. Ich auch. Nein. Sag jetzt nicht. Doch, doch. Ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Komisch. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Vielleicht. Ich nehme mal deinen Krug. Und dann werde ich den Krug hier mal mit der Pilzplörre befüllen. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Hm? Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Ah ja, und die Hormonplörre? Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Ach, warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Interessant. Was sagt denn die Habungsplörre aus? Hey, Finger weg! Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Dann nehme ich nochmal eine Plörre. Das geht. Schön. Ach, noch ein... Mami, eine für den Papi und eine fürs Kind, quasi. So, Klempner. Nachschub. Na endlich. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Ich kann den Krug wieder mitnehmen, okay. Ich habe da schon so eine Idee. Also keine Mondidee, sondern so eine Idee. Ja, der war schlecht, ich weiß. Haarwuchs. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Unter anderem. Das ist die Haarwuchsmittelplörre. Können wir die Werbung? Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Gute Frage. Was haben wir die Suppe für? Da ist schon genug Alkohol in der Suppe. Opa Boso weiß eben, was gut schmeckt. Sehr gute Wahl. Ich guck mal kurz hoch. Ah, da sind die Hormone. Die habe ich gesucht. Was haben wir noch? Baby Boso. Ne, Haarwuchs haben wir schon. Druck. Ich glaube nicht. So, einmal Hormonplörre. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Und dann. Ich gebe dir mal die normale Plörre. Vielleicht sagt er mir auch, was er am liebsten. Nachschub! Na endlich. Was heißt denn endlich, Fräulein? So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Hormonplörre, die sie hier früher hatten. Okay. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Also er kriegt die Hormonplörre, das heißt, last but not least, kriegt er da um die Haarwuchsplörre. Wo kriege ich jetzt den... Ja, na klar. Vorwald. Pilze. Da kann ich jetzt arbeiten. Oder auch nicht. Aua!
Hier, gucke mal, hast du die gesehen? Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Das ist jetzt auch nicht ein Minispiel, oder? Na, wenn's weiter nichts ist. Aber mit dem hier. Aua! Tja, leider falsch. Noch zwei Versuche. Nehmen wir den hier. Also gut, Sporn habe ich auf jeden Fall abbekommen. Aua! Tja, leider falsch. Noch ein Versuch. Deine Mutter hat noch einen Versuch. Aua! Tja, leider falsch. Tja, schade. Mehr Glück beim nächsten Mal.